Damit gehen wir jetzt hier rein gleich in diesen Hexenkessel. Das erste Mal vor über 40.000 Zuschauern im ausverkauften, in der ausverkauften Bio-Arena. Und jetzt ab geht's! Volle Kanne, volle Pulle, immer Vollgas. Nur die Besten kommen stets zum Zug. Nur wer vorn ist, der sagt auch, wo's lang geht. Und die anderen schauen halt nur zu. So sehen sie aus, schalalala. So sehen sie aus, schalalalala. So. So, wir gehen rein hier in dieses DFB-Pokalspiel mit dem ersten Versuch des FC Stern. Aber der klare Favorit ist natürlich heute die Borussia aus Dortmund. Rice auf McNeil, Sabani erstmal dazwischen. Dahl wird gehalten, setzt sich aber dann gut durch. Auf der linken Seite, das ist Dahl, das ist der erste Versuch Richtung Janik Schulder. Passiert aber zunächst mal noch nicht wirklich viel. Reiner für Edin Haaland. Haaland und Schnitzler. Erster Eckball in diesem Pokalspiel, Viertelfinale für den klaren Favoriten, für die Borussia. Kommt von Neves in den Rückraum und dann ist er erstmal geklärt. Schulter für Dahl. Der lange Ball für Yannick Strauß, der ist zu lang. Einwurf für die Borussias. Aber wir wissen ja, die Möcklingers, die sind nie zu unterschätzen. Oft reicht den Möcklingern eine gelungene Aktion, aber sie haben in den letzten Wochen Nerven gezeigt gegen die eigentlich klar unterlegene Mannschaft. Göttlicher Dahl mit dem nächsten langen Ball. Yannick Schulder muss dann gegen zwei Leute hin. Das kann so nicht funktionieren. Und jetzt Achtung, Malen, 1-0 Dortmund. Also, der Favorit geht hier nach einer Viertelstunde in Führung. Donny Malen mit dem 1-0 für die Borussia. Sehenswerter Treffer, nichts zu machen für Till Schnitzler. Ja, und da sehen Sie es, die Möcklinger einfach immer diesen einen Schritt wieder. Malen, Haaland, Latte und mit Glück weiter 1-0. Aber die Möcklinger müssen es jetzt halt auch schnell mal ausspielen. Dahl gegen Hummels, vorbei am Innenverteidiger und dann spielt er ihm den direkt in die Füße. Yannick Schulder holt sich den Ball gegen Rice, wird dann weggeräumt, hat sich da verletzt, es gibt nur Gelb. Gibt nur Gelb für den Dortmunder. Yannick Schulder hat da wohl eine Muskelzerrung im Oberschenkel. Und damit ist der Dortmunder sehr gut noch bedient für diese Schere von hinten. Gute Besserung und Anthony Modest kommt in die Partie und den Freistoß macht Jörg Schneider. Ja, knapp daneben, ist eben auch vorbei. 20 Minuten. Zweite Hiobsbotschaft für den FC in diesem Pokalkrimi gegen die Dortmunder. Dahl verfolgt von Jong. Der ist gut für Strauß, das ist das Lattenkreuz. Und jetzt das erste Mal Riesenglück hier für die Dortmunder. Aber Sie sehen es, die Zuordnung der Möcklinger heute nicht wirklich gut. Und wieder muss Schnitzler hin.
zweite Ecke in dieser Partie. Wieder von Neves. Die hat Schnitzler ganz sicher. Und versucht das Spiel schnell zu machen. Über Modest, der wird von einem gehalten. Der zweite spielt eben den Ball dann vom Fuß. Und O'Neill ist vorbei an Goal. Der dreht dann noch ab, lässt ihn laufen. O'Neill, Haaland und Schnitzler. Mit vollem Risiko. Dahl, Schneider, wieder für Dahl. Der muss jetzt mal den Turbo einlegen. Dahl. Kommt nicht vorbei und die Möcklinger sind natürlich sauer. Zum einen ein Fehler für zum Rückstand. Ein weiteres, ein dummes, ein unnötiges Foul führt hier zur Verletzung von Yannick Schulda. Schneider, aus dessen Ballen kommt da nicht durch. Sabani für Strauß. Sie brauchen zu lang. Und Art des Passspiels funktioniert auch nicht wirklich. Bestes Beispiel hier, immer wieder versuchen sie es dann doch durch die Mitte. Strauß hat er jetzt mal die zündende Idee. Nächstes Foul von Neves. Und das ist die nächste gelbe für die Borussia. Die zweite in diesem Spiel, 41 Minuten durch. Nächster Freistoß von Jörg Schneider direkt. Ja, der ist harmlos, der ist harmlos. Kein Problem für Gragno im Tor der Borussia. Die Möcklinger kommen hier einfach nicht in die effizient genug, in die Zweikämpfe. Strauß wird da von Süle irritiert. O'Neill wieder ganz einfach vorbei an Goll. Und da haben sie Möcklinger Glück, dass es nicht den Elfmeterpfiff gibt. Strauß. Heute kein Land. Sabani macht es zumindest besser, behauptet jetzt mal den Ball und spielt den super raus für Yannick Strauß. Strauß, Dahl und da ist der Ausgleich. 45. Also 45 plus 2 und das ist auch gleichzeitig der Halbzeitstand. 1:1 zwischen dem FC Stern und Borussia Dortmund im Viertelfinale dieses DFB-Pokals. Bitter die Verletzung nach 20 Minuten von Yannick Schulda, die nur eine gelbe Karte als Konsequenz hatte für den Dortmunder Declan Rice. Ruben Neves dann noch mit der zweiten Dortmunder Gelben kurz vor der Pause. Ja, die Tore durch Daniel Mahlen und Rozangelo Dahl zum Halbzeitstand von 1:1. Und man fragt sich wirklich, wie geht das hier aus? Das ist eben der entscheidende Faktor hier heute. Die Möcklinger müssen überhaupt mal eine Schippe drauflegen. Das ist ganz klar. Die müssen hier deutlich engagierter draufgehen im
zweiten Durchgang, in den wir jetzt reingehen. 45 Minuten sind es mindestens noch für den FC in diesem DFB-Pokal, in dieser Saison. Sabani kann sich hier nicht behaupten, aber dann Goll jetzt mal erfolgreich gegen den McNeil. Strauß nimmt das Tempo mit. Schneider. Oh ja, unnötig. Da hätte er locker durchmarschieren können auf der Halbflügelposition. Haaland für Dani Malen. Dani Malen und diesmal Schnitzler Sieger. Der nächste lange Ball für Dahl. Der setzt sich durch. Dahl, immer noch Dahl. Und die Flanke ist dann aber verhungert. Da wäre die erste Möglichkeit gewesen mit einer vernünftigen Flanke. Die Möcklinger müssen hier alles aufbieten. So wie Sabani hier. Und da holt er sich die erste gelbe für die Möcklinger ab. Nach 55 Minuten. Ja, die geht auch soweit in Ordnung, aber klar beschweren sie sich da, weil eben, wir erinnern uns an die 20. Minute. Erstmal der Freistoß von Neves auf Süle und Schnitzler packt sicher zu. Leitsch für Mitchell. Schneider. Oh, das Luftloch. Dahl macht aber mit und dribbelt sich dann selber in Seiten aus. Boah, ausgeglichen zumindest mal so auf dem Papier im Ballbesitz, aber Möcklingen, wie gesagt, das ist hier ein extrem schweres Los. Vor allen Dingen, wenn du halt nicht in die Zweikämpfe kommst. Schnitzler, Malen und dann, ja, führt wieder Borussia Dortmund. Schnitzler erst mit einem super Reflex, aber ja, alleine hier, Sie sehen es. Mit dem Reflex, aber dann sind sie alle nicht da, wo sie sein sollen. Und Malen nutzt seinen zweiten Versuch zur erneuten Führung. Und der Möfzestern wechselt. Bringt Engelhardt für den gelbbelasteten Sabani. Missverständnis da bei Dortmund. Einwurf für den FC. Nächste Flanke, aber auch die ist wieder unnötig. Ein Kropf. Strauß rennt sich da fest. Engelhardt nochmal für Strauß, der direkt in den Lauf versucht. Engelhardt per Kopf, das funktioniert nicht gegen einen Bundesligisten. Wieder Malen. Strauß, wieder ist das Ding weg gegen Süle. Endet die Reise hier heute in diesem Viertelfinale. Engelhardt, Goll. Schickt ihn mit dem Superball, schickt er Yannick Strauß. Und der ins Niemandsland. Die, was die sich hier Möglichkeiten hätten, wenn sie sie sauber zu Ende spielen würden. Leitsch, wieder Engelhardt, wieder zu Strauß. Und wieder versuchen sie es ins Zentrum, das funktioniert aber nicht. Schneider per Kopf, das funktioniert auch nicht.
So, der FC muss jetzt zwangsläufig aufmachen. Engelhardt, Schneider, Strauß, der Modest im Abseits. Klar im Abseits. So, letzter Wechsel. Plattner kommt für Dahl, den einzigen Möcklinger Torschützen des heutigen Tages. Und jetzt Haaland und Schnitz rettet erstmal die kleine Mini-Chance für den FC. Plattner. Sie spielen es viel, viel, viel zu kompliziert. Strauß für Schneider und dann Son. Und warum spielt er den jetzt nicht auf den Flügel? Das glaubt man nicht, das ist zum Wahnsinnigwerden. Nächstes Foul, Hummels gegen Plattner. Dann gibt es den Vorteil, der für mich keiner ist. Flanke kommt aber sehr gut für Strauß. Tor! Oh! 86. Ausgleich! Winkt der FC Stern Borussia Dortmund, die jetzt hier Doppelwechseln. Akanji geht für Emre Can und Martinal kommt für Haaland. Zwingt Möcklingen Borussia Dortmund hier in die Verlängerung. Martinal, Engelhardt, Strauß, nochmal lang und weit für Plattner. Zagadou. O'Neill und wir haben die Überraschung. Der FC Stern zwingt trotz zweier, dreier Rückschläge Borussia Dortmund in die Verlängerung im Viertelfinale des DFB-Pokals. Und das, obwohl Yannick Schulda nicht mehr dabei ist. Wir erinnern uns, nach 20 Minuten dieses brutale Foul von Declan Rice. Dafür kriegt der Dortmunder auch nur, muss man sagen, gelb. Yannick Schulda muss anschließend verletzt runter. Davor schon das 0-1 durch Daniel Mahlen. Dann kam mit dem Pausenpfiff der Ausgleich durch Rosangelo Dahl. Dann nach einer Stunde kriegen sie durch den zweiten Treffer von Daniel Mahlen wieder den Rückstand. Und 4 Minuten vor dem Ende das wunderbare 2-2 durch Yannick Strauß. Und jetzt gehen wir hier also in die Verlängerung im Viertelfinale des DFB-Pokals. Und das wird noch eine richtige Kraftaufgabe jetzt. Zweimal 15 Minuten mindestens für den FC. Was für ein Fight. So, los geht's. Also in diese Verlängerung. Engelhardt mit dem ersten langen Ball, der dann gleich mal wieder postwendend zurückkommt. O'Neill nicht vorbei gegen Goll, Strauß, Schneider. Wo ist die Lücke? Da ist Anthony Modest, der ist durch. Modest ist durch und lässt die nächste 100%ige liegen. Das glaubt man ja nicht. Man fasst es fast nicht. Das erste Mal mit der Möcklinger FC mit dem riesen Chance hier tatsächlich mal in Führung zu gehen. Und stattdessen jetzt, Achtung, Martinal und auch die Dortmunder mit der ersten Riesenchance. 2 Minuten nach der Möcklinger, jetzt die erste Dortmunder Riesenchance in dieser Verlängerung, wieder einen Treffer zu erzielen. Mitchell für Sohn. Und dann so ein Fehler im Spielaufbau. Macht seinen Fehler aber zunächst mal gut. Mitchell für Plattner. Plattner, nächste Flanke. Da ist Strauß. Und da ist die Führung für den FC Stern. Man schafft es nicht.
Was ist das wieder für ein Pokalabend hier in Möcklingen? Erst zweimal Rückstand, jetzt in der Verlängerung das Spiel komplett erstmal gedreht. Aber sie müssen weiter dranbleiben. Engelhardt für Schneider. Der schickt Yannick Strauss, der direkt für Anthony Modest. 4-2! Das ist doch nicht zu fassen. Was für ein Tollhaus. Schneider, Modest für Thomas Plattner. Boah, und die Querlatte verhindert tatsächlich noch den fünften. Schneider. Und jetzt ist Halbzeit in der Verlängerung. Binnen 6 Minuten dreht der FC Stern dieses Ding gerade mal komplett und führt jetzt mit 2 Toren Vorsprung gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund. Und die Frage ist, schafft es der FC, diese 2 Tore Führung jetzt die letzten 15 Minuten plus X irgendwie zu verteidigen, oder kommt Borussia nochmal zurück? Wechseln können die Möcklinger nicht mehr. Das haben sie schon in der 79. Minute das letzte Mal getan. Dortmund hat auch keinen mehr. Also wechseln können beide nicht mehr. Das heißt, die 22 Akteure, die unten auf dem Feld stehen, die müssen es heute vollends ausfeiten. Rein jetzt in die letzten 15 Minuten. Stand jetzt für Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Plattner holt sich gleich mal den Ball und versucht dann direkt einen Steilpass. Der Missverständnis aber hier mit Anthony Modest. Wir erinnern uns, in der 2. Minute der Verlängerung erstmal den 100%ige liegen lässt. Und jetzt wieder der FC mit Schneider, der dann da die Flanke nicht durchdringt. Malen auf Manz, Martial, Reina, Entschuldigung, Sohm einmal und dann geht's doch wieder durch die Mitte, über Sohm. Immer noch Sohm, ja, schade drum. Da springt ihm der Ball ein bisschen bei der Flanke. Egal. Weiter geht's, Modest. Boah, hart weggeräumt da, lässt er erstmal laufen, aber das kann er nicht laufen lassen. Und das ist nochmal eine gelbe für Mitchell. Ja, die Möcklinger Fans, klar, da sind Emotionen drin, die genauso wie die Dortmunder Anhänger. Aber die gelbe hier ist unstrittig. Da trifft Mitchell noch nicht mal den Ball. 6 Minuten plus Nachspielzeit in der Verlängerung. Hummels auf Reina. Reina abgelaufen. Dortmund schmeißt alles nach vorne. Reina, Sohm dazwischen. Jetzt, wenn es der FC macht, schnell macht. Plattner. Modest versucht es nochmal mit einem Chipball, der klappt nicht. Malen. Auch Dortmund muss es schnell spielen. Dani Malen. Immer noch Vorteil. Reina und Schnitzler. Die letzte 60 Sekunden regulär. Malen. Dortmund braucht einen Treffer, so nicht. Gibt nur 60 Sekunden obendrauf. Strauß nochmal für Schneider, der für Modest. Anthony Modest mit dem Abschluss. Kragno hat den und hören Sie mal jetzt hin. Da ist der Schlusspfiff und die 41.000 rasten völlig aus. Der FC Stern steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Hier Gold Dragon, völlig außer sich die Mannschaft, klar.
Boah, was für eine Leistung. Nicht zu fassen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen noch eins. Es könnte im Halbfinale sogar ein richtig heftiges Derby geben. Denn Union Berlin verliert mit 3:4 gegen den Karlsruher Sportclub. Das heißt, auch der KSC steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Ebenso wie Mainz, denn die schmeißen den Titelverteidiger raus mit Wolfsburg. Gewinnt also Mainz, gewinnt 2:1, damit der Titelverteidiger Wolfsburg raus. Hoffenheim schlägt Leverkusen 4:3. Das sind heute Ergebnisse, aber allesamt richtig eng und hart umkämpft. Aber was ist das hier heute hier in Möcklingen für ein Pokalabend? Sie zwingen zweimal schon fast vorm Aus weg. Also zweimal schon fast ausgeschieden. Dann kommen sie zweimal kurz vor jeweils Ende der Hälfte zurück. Zwingen den Bundesligisten Dortmund in die Verlängerung. Und am Ende sind es 6 Minuten und 2 Riesenabwehr-Blackouts der Dortmunder, die ihr Ausscheiden hier. Ja. Besiegeln. Wir kommen erstmal zu den Auslosungen, aber zunächst einmal zum englischen FA Cup Viertelfinale. Also der englische Pokal eine Runde hinter dem DFB-Pokal, denn das bei uns war es ja jetzt schon das Viertelfinale. Jetzt schauen wir hier schnell drauf und sehen folgende Viertelfinalpartien im englischen Pokal. Liverpool gegen Leeds United, Manchester United gegen Aston Villa, Chelsea gegen West Ham United und Man City gegen Tottenham. Aber jetzt kommen wir hier nochmal schnell zu den Ergebnissen. Und da sehen Sie es. Also Karlsruhe zwingt Union Berlin im Elfmeterschießen in die Knie. Genauso Hoffenheim gegen Leverkusen. Auch die im Elfmeterschießen weiter. Und Mainz dreht einen 0:1 Pausenrückstand in der zweiten Hälfte noch zu einem 2:1 Sieg gegen den amtierenden Pokalsieger Wolfsburg, der damit raus ist. Also zweimal Elfmeterschießen, einmal Verlängerung und nur ein Spiel endete tatsächlich nach 90 Minuten. Und jetzt sind wir echt gespannt, meine Damen und Herren. Wer wird im Halbfinale dieses DFB-Pokals also jetzt gegen wen spielen? Das sind die 4 besten Pokalmannschaften in diesem Jahr in Deutschland. Mainz 05, Karlsruhe, Hoffenheim und der FC Stern Möcklingen. Wir starten den Losgenerator und haben den ersten FSV Mainz 05 gegen den Karlsruher SC. Und damit kommt der nächste Bundesligist. Und wieder geht's in Möcklingen im eigenen Stadion. Also Möcklingen empfängt jetzt den 4. Bundesligisten im DFB-Pokal mit der TSG 1899 Hoffenheim. Am 17. April 2024 steigt das Halbfinale. Und ich will ja nichts sagen, aber das würde schon wirklich Wahnsinn werden, wenn wir dann die Hoffenheimer schlagen und im Finale womöglich dann es zum Revierderby gegen den KSC im Berliner Olympiastadion kommen würde. Also das wäre schon echt sehr kurios. Aber gut, lassen wir es mal erstmal dabei. Also Halbfinale zu Hause gegen Hoffenheim, 17. April, streichen Sie sich's im Terminplaner an. Und wir danken Ihnen fürs Zuschauen und sagen an dieser Stelle ciao, bis zum nächsten Ligaspiel auf dem Weg des Aufstiegs von Liga 3 in Liga 2, das dann am kommenden Wochenende stattfinden wird. Bis dahin, ciao.